Sie hören eine weitere Ausgabe von CropFM Spezial. Titel der Sendung ist Revolution 2012, ein Update mit Dieter Bröers. Und meine Interviewpartner sind Dieter Bröers und Hans Tolzin. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie auf cropfm.at. Seit dem ersten Interview mit Dieter Bröers im Mai dieses Jahres hat sich viel getan. Der Film Revolution 2012 wurde mit Erfolg in Cannes den internationalen Einkäufern präsentiert und debütiert zeitgleich mit dem Erscheinen des gleichnamigen Buches am 19. September. Bevor wir uns aber ganz Dieter Bröers widmen, noch ein Hinweis auf ein anderes hochaktuelles Interview, das ich am 3. September mit Hans Tolzin geführt habe. Hans U.P. Tolzin beschäftigt sich seit 1999 intensiv mit der Impffrage und gilt heute als einer der aktivsten Impfkritiker in Deutschland. Bekannt wurde vor allem durch seine impfkritische Website www.impfkritik.de und den E-Mail-Newsletter Impfreport. In diesem 20-minütigen Gespräch legt Hans Tolzin unter anderem sehr klar dar, dass die globale Pandemie-Panik auf tönernen Füßen steht. Gefragt, warum denn nun die WHO dennoch die internationale Staatengemeinschaft in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat, meint Hans Tolzin. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Wenn man das mal verfolgt, was zu dem Zeitpunkt an Meldungen oder an Wissen über den Verlauf der angeblichen Epidemie vorhanden war. Ja, dann muss man sagen, so an jedem der Tage, wo die Pandemiestufe heraufgesetzt wurde, vierte Stufe, fünfte Stufe, schließlich die sechste Stufe, es gab gar keinen Grund, gar keine Daten dafür. Und am Tag, wo die sechste Stufe ausgerufen wurde, an dem Tag haben weltweit Virologen eigentlich Entwarnung gegeben, weil in Mexiko ja, die Fallzahlen wieder zurückgegangen sind. Sie fragen, warum? Also Sie fragen jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nach dem angeblichen Grund, sondern nach den tatsächlichen Gründen, warum die das machen. Gut, da sagen wir mal, muss man spekulieren. Ja? Die Frage ist, wer profitiert? Und es profitieren eindeutig einige weltweit operierende Konzerne, Baxter, Sanofi Pasteur MSD, GlaxoSmithKline, Novartis, Hersteller von Impfstoffen. Die können jetzt mit zusätzlichen Umsätzen von mindestens 100 Milliarden Euro weltweit rechnen, vielleicht sogar mehrere hundert Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Und man muss sich bloß mal eine Äußerung von Horst Seehofer in Erinnerung bringen. Der hat 2005 öffentlich im Fernsehen gesagt, dass die Politik, als er noch Gesundheitsminister war, ja, dass die Politik gegenüber der Pharmalobby ohnmächtig ist, also machtlos. Oh,
Hans Tolzin wird übrigens am 20. November im Rahmen einer Live-Sendung ausführlich zu Wort kommen. Die ungekürzte Fassung des eben angespielten Interviews ist mit diesem Sendungseintrag verlinkt und kann als MP3 heruntergeladen werden. And the hurting patients. Followed by some laughter. Just bring them on. Kaum eine Sendung hat je derart viele Reaktionen ausgelöst wie die Sendung Wer Schmetterlinge lachen hört, in der Dieter Breuers die Eckpunkte seiner umfangreichen Forschungsarbeit darstellt. Dieter Breuers forscht seit Jahrzehnten auf dem Gebiet der Biophysik und verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in der Frequenz- und Regulationstherapie. Seine Aussagen bezogen auf 2012 und das kommende Solarium Maximum sind absolut faszinierend und Dieter Breuers somit ein Muss für jeden, der sich ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzt. In dem folgenden ca. 80-minütigen Interview, das ich mit ihm am 19. August 2009 geführt habe, geht Dieter Breuers vor allem auf Aspekte ein, die in der ersten Sendung nicht ausführlich besprochen werden konnten. Die hohe Aktivität auf der Rückseite der Sonne, seltsame Aufnahmen der NASA-Sonnenbeobachtungssatelliten SOHO LASCO und extrem hohe Gamma-Ray-Niveaus hier auf der Erde, um nur einige Beispiele zu nennen. Und passend zum Interview mit Hans Tolzin kommen wir schließlich auch noch auf das Immunsystem und brandneue Erkenntnisse über mögliche Zusammenhänge mit vermehrter Sonnenaktivität zu sprechen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Just bring them on. Just bring them on. Dein Buch Revolution 2012 und der Film, beides erscheint am 19. September im Kongresszentrum Hamburg, gibt es die Präsentation von beidem. Wird dann der Film auch in Kinos zu sehen sein, der Film Revolution 2012, also gleichen Titels? Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Es ist, was mit Sicherheit passieren wird, ist, das Buch wird auf dem Markt sein, dem Film potenziell auch. Es wird in Hamburg auf dem Kongresszentrum vorgestellt, das heißt beides zusammen. Und in auserwählten Kinos, wie es immer so schön heißt, wobei ich sie nicht auswähle, die Kinos halt, die bereit sind, das zu machen, da wird das in jeder Großstadt sicherlich, davon gehe ich aus, ein Kino geben, wo dieser Film laufen wird. Ich hoffe, dass es weitaus mehr Kinos geben wird, aber es ist im Moment so, dass die Kinobetreiber, die sind in irgendeinem Verband mit eingebunden, da gibt es ganz bestimmte Verbindlichkeiten, Auflagen, die wir nicht ganz erfüllen wollen oder können, denn wir sind eben nicht Mainstream unterwegs und mainstreammäßig unterwegs und sind auch insofern atypisch und wollen auch unseren Konzept und unsere Ideologie nicht einbüßen. Ich will nicht näher darauf eingehen. Fakt ist, dass wir wahrscheinlich die Kinoseele selber mieten müssen und das werden wir gerne auch tun, sodass wir unsere Filme anbieten und dann kann jeder selbst entscheiden, will man diesen Film öfter sehen. Und wenn das passiert, dann werden die anderen Kinos wahrscheinlich mit einsteigen. Okay. Und wird es dann auch eine DVD gleich geben vom Film oder? Die DVD, und das ist eben genau das Kriterium. Die Kinobetreiber legen gesteigerten Wert drauf, das ist sozusagen die Voraussetzung, damit die überhaupt ihre Kinos dafür bereitstellen, dass man 6 Monate wartet, bis dann die DVDs kommen. In der heutigen Zeit, gar nicht mal um schneller möglicherweise an seinen Geldrückfluss zu kommen, das heißt, dass die Kosten wieder reinkämen, das ist völlig unberücksichtigt dabei. Diese Informationen sind wichtig, dass sie so schnell wie möglich kommen. Und in dem Sinne geht es jetzt nicht um das sogenannte Weihnachtsgeschäft, was man uns da teilweise schon vorgeworfen hat, was wir mitnehmen wollen, um DVDs anzubieten. Hier ist es von größter Priorität, dass die Informationen schnell rauskommen. Und nicht erst 6 Monate, nachdem dieser Film dann in den ersten Kinos gelaufen ist. Und in der Regel läuft ein Film nicht 6 Monate in den Kinos. Aber diese Pufferzone, das scheint in Standardverträgen so eben angeboten zu werden, das wollen wir eben nicht eingehen, dass wir eben 6 Monate warten, nur eben um diesen Paragraphen zu entsprechen und dann eben 6 Wochen lang überhaupt keine DVD anbieten. Wir wollen sie zeitgleich rausbringen, obwohl wir sie wahrscheinlich erst
ich sag mal, Größenordnung nach 6 Wochen, 6 Wochen nachdem das in den ersten Kinos gelaufen ist, dann auch in den Handel bringen. Du bist ja wie immer ein sehr viel beschäftigter Mann. Also danke übrigens, dass du heute noch das, unser Interview da mitten reingequetscht hast. Morgen geht es ja schon wieder weiter. Und das Buch, das hast du im Laufe des letzten halben Jahres, glaube ich, fertiggestellt. Wird das eine Ergänzung zum Film sein oder ist das mehr oder weniger dasselbe im Film noch einmal aufbereitet oder wie schaut das aus? Was kann man sich vom Buch erwarten? Genau, das Buch ist letztlich 3-mal, im Grunde genommen sogar 4-mal geschrieben worden. Ich habe es 2,5-mal geschrieben. Das erste Mal war es eine Fachbuchversion, wobei dann der Verleger sicherlich zu Recht gesagt hat, es kann nicht sein, dass nur eine gewisse Elite mit einem gewissen IQ oder mit einem gewissen Intelligenzquotienten in der Lage ist, das Buch aufzuschließen, zu verstehen. Ich habe es aus dem Grunde als Fachbuch überhaupt anbieten wollen, weil das ohnehin viel zu fantastisch klingt, als dass man das in irgendeiner Form einfach nur darbieten könnte. Also in einer Form, wie ich bringe einfach nur die Ergebnisse und behaupte da möglicherweise irgendetwas. Worauf ich immer wieder Wert lege, ist, dass das keine Behauptung von mir ist, was ich im Film und Buch präsentiere, sondern einfach nur die Aneinanderreihung einzelner gesicherter Forschungsergebnisse, die ein Gesamtbild ergeben. Und dieses zu diesem Bild, das Bild kann jeder selber ausdeuten und das Ergebnis scheint immer wieder das gleiche zu sein. Und in diesem Falle ist das Buch allerdings dann doch verändert worden, noch 2,5-mal verändert worden. Fakt ist, dass es jetzt ein Buch ist, was jeder verstehen sollte und wird dann nochmal nachgereicht als Fachbuch. Wobei, so hoffe ich jedenfalls, so wie ich das jetzt gelesen habe, nochmal als Lektor hinterher, entspricht es vom Inhalt her den gesamten Kriterien des Films, also sind deckungsgleich, ergänzen sich. Ein Buch kann wesentlich tiefer eindringen, als der Film es kann. Und wiederum stehen die auch konkurrenzlos gegenüber. Film kann andere Dinge darbieten, was ein Buch nicht kann. Also das beides steht wirklich in, für mich in einer kongenialen Verhältnismäßigkeit zusammen. Perfekt auch, dass es zusammen zeitgleich rauskommt. Und Buch und Film zusammen sind ein großes Ganzes. Und ganz interessant ist auch, und darauf habe ich dann nochmal auch Wert gelegt, auch was Atypisches. Ich habe gesagt, entweder kommt das Buch mit diesem Quellenverzeichnis und Literaturverzeichnis komplett raus oder ich boykottiere es geradezu. Also da war ich beinhart auch dem Verleger gegenüber, weil er gesagt hat, also man kann nicht so viel Quellen hinten angeben. Ich habe es aus dem Grunde gefordert, weil ich sage, niemand wird richtig glauben wollen oder können, wenige Ausnahmen sicherlich, dass das alles wirklich genau so ist, wie ich es darstelle. Das heißt, man will sich die Quellen angucken. Welche Institutionen oder welche Institute, welche Universitäten, welche Wissenschaftler, namhafte natürlich möglichst, haben wo publiziert. Ich habe darauf Wert gelegt, dass das alles zitierfähige Arbeiten sind, sogenannte Peer Papers. Das ist also nicht irgendwie zitiert aus Bild der Wissenschaft oder aus Fokus oder Spiegel, wie auch immer. Das sind eben zitierfähige Arbeiten, bewusst selektiert von mir, sodass man sehen kann, dass das nicht ein Hirngespinst eines Fantasten ist, sondern ein Forschungsbereich ist, der nicht nur seriös ist, sondern der im Grunde genommen sogar zu einer Elite gehört, die noch über diesen Mainstream, über der Mainstream-Forschung, so möchte ich es mal sagen, ich hoffe, ich ecke da nicht bei allzu vielen Leuten jetzt mit an, wie im allgemeinen universitären Bereich. Soll heißen, die Raumfahrtforschung, ich glaube, da verrate ich kein großes Geheimnis, verfügt über wesentlich größere Finanzmittel als jede andere Forschungsinstitution, die wir sonst so kennen, also zumindest im universitären Bereich. Also wenn eine Freie Universität Berlin, und das ist ja nun schon mal eine relativ große, in einzelnen Fachbereichen forscht, werden diese Kontingente vom Forschungsministerium ausgewiesen, BMFT, DFG und so weiter. Das sind relativ kleine Kontingente gegenüber die Kontingente, die die Raumfahrtzentren verfügen. Das ist schon klar. Und wenn diese Institutionen, die auch universitär angeboten sind, wie zum Beispiel die University of Minnesota für die NASA arbeitet, dann sind das Arbeiten, die ganz anderes mit ganz anderen finanziellen Kontingenten und dadurch Möglichkeiten ausgestattet werden. Und die Ergebnisse, die da rauskommen, sind sowas von fantastisch, selbst für mich, wo ich immer wieder sagen muss, warum erfährt man da im Allgemeinen nichts? Für mich war sie überraschend. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem alten Chef und Professor Lamprecht gesprochen von der Freien Universität Berlin, mit dem ich lange auch zusammengearbeitet habe. Der sagte, ich kenne doch nicht mal den Fachbereich Heliobiologie. Ich bin Biophysikprofessor, sollte es doch eigentlich wissen. Natürlich ist es so. Das Interessante ist und was ihn am meisten irritiert hat, natürlich kann das jeder überprüfen, deswegen steht es ja auch im Buch mit drin, mit den Quellen, dass es über diesen Fachbereich über hunderte, ich glaube insgesamt 1600 Arbeiten gibt,
von den Russen oder ehemaligen Sowjets und der NASA-Forschung zusammen, in diesem Falle Heliobiologie und Astroheliobiologie, die diesen Bereich abdecken. Wo eigentlich ein Biophysiker natürlich von informiert werden sollte, ein Biochemiker sicherlich auch. Es ist ein völlig eigener Forschungsbereich, der eben nicht allgemein über die Suchmaschinen Google oder Yahoo zugänglich ist. Da gibt es eigene Suchmaschinen, da gibt es eigene Medlines oder Medline, ja, ich glaube Medline heißt sie, das Einfachbereich, eine Suchmaschine, die über die universitären Anbindungen möglich sind, aber selbst da auch nicht grundsätzlich. Also worauf ich hinaus will ist, ich habe diese Quellen in diesem Buch mit angeboten, dass sich jeder sie auch erschließen kann in Form eines Abstracts und sehen kann, dass das nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass es eine relativ fundierte, ich denke sogar tatsächlich faktisch fundierte Studie ist, die ich da angestellt habe. Die Grundlagen deiner Thesen, die kann man ja nachhören in der, finde ich sehr, in dem großartigen Interview mit dir, wer Schmetterlinge lachen hört, das ja auch schon online ist. Gibt es jetzt darüber hinausgehend in den letzten Monaten neue Erkenntnisse, die jetzt auch im Buch eingeflossen ist, die wir damals noch nicht besprochen haben? Ja, in der Tat. Ich habe gerade das letzte Kapitel nochmal zweimal ergänzt, immer wieder nachgelegt, was dem Verleger jetzt natürlich sehr unangenehm ist. Das ist auch mit Geld verbunden, mit Kosten verbunden, die auf ihn jetzt lasten. Aber ich habe ihn angeboten, sagt, okay, das muss einfach mit rein, aus aktuellem Anlass sozusagen. Also gerade diese Aufnahmen hinter der Sonne, das heißt die Soho-Aufnahmen, die Magnetosphäre darstellen, das heißt die Aktivitäten hinter der Sonne kenntlich machen durch bestimmte Messsonden. Und diese Sonden zeigen ein Phänomen an, was normalerweise von uns aus betrachtet, von terrestrischen Aufnahmen her, nicht so leicht zugänglich ist. Soll heißen, die Sonne zeigt ja im Moment ein relativ ruhiges Klima, atypisch. Man sagt, um Gottes Willen, das hatten wir lange nicht. Könnte darauf hindeuten, dass wir jetzt eine kleine Eiszeit bekommen. Sowas hatten wir ja schon mal. Und ernstzunehmende Theorien bestätigen das auch. Also das ist nicht eine Sache von einer geringen Wahrscheinlichkeit. Das Problem ist nur, und so wie ich das jedenfalls sehe, dass die Aktivitäten, die wir jetzt messen, also in Form von Sonnenflecken, die ausgezielt werden, die Sonnenflecken aber in der Regel immer vor der Sonne, also im Sichtbereich von die Erdseite sozusagen, die ausgezielt werden. Die hinter der Sonne kann man ja erst seit kurzem, relativ kurzer Zeit auszählen und stellt fest, dass aber hinter der Sonne wesentlich mehr Aktivitäten sind als vor der Sonne. Teilweise jetzt aktuellst gerade sind komplette Ausfälle durch Übersteuerung, durch magnetische Anomalien hinter der Sonne, sodass darauf zu schließen ist, dass wir tatsächlich im Grunde genommen überhaupt keine Einbuße haben an Sonnenaktivitäten. Ganz im Gegenteil, wenn man das zusammen addiert, hinten und vorne, was eben vorne fehlt, ist eben hinten offensichtlich umso mehr aktiv. Das ist ein Kuriosum, das ich zwar als Nicht-Astrophysiker nicht richtig deuten kann, das gebe ich zu, aber kurios ist es, dass diese Daten bis vor 14 Tagen freigegeben wurden. Und seit 14 Tagen, das macht die University Berkeley, die gibt diese Arbeiten frei. Ich werde diese Quelle auch nochmal angeben explizit, dass sich jeder ein eigenes Bild darüber machen kann. Also diese Farsight und Earthsight-Aufnahmen sind jetzt seit 14 Tagen komplett blockiert. Da sind nur noch die Zahlen angegeben, also die Messwerte noch nicht mal, sondern eben einfach nur die Grafik. Und die ist kalibriert in Grün, Gelb und Rot. Und wir liegen seit 14 Tagen im Vollaufschlag Rotbereich. Das heißt, wir haben, wenn ich Vergleichswerte ansetze zu Ereignissen, die wir eben schon hatten, gar nicht mal so weit her, vor ein paar Monaten übrigens, erst vor anderthalb Monaten, glaube ich, explizit, dann hatten wir ebenfalls ähnliche Farbwerte, die ja eine Aktivität hinter der Sonne gekennzeichnet haben, die zu extremen Explosionen geführt haben. Das heißt, wenn wir auch, das ist das nächste Phänomen, jetzt auf einmal eine ruhige Sonne vorfinden, wenn wir nur betrachten oder uns nur auf die Sonnenfleckenaktivität konzentrieren, aber dann trotzdem erkennen, dass wir Sonnenexplosionen, also die koronalen Massenauswürfe, sehen können. Die sind optisch sichtbar und sie sind natürlich messtechnisch gut erfassbar und sie wirken sich natürlich auf das geomagnetische Feld der Erde aus, klar. Dann fragt man sich, wieso das zustande kommt. In der Regel ist es ja so, dass so eine Explosion der Sonne, also so ein Flare, immer zumindest in der Regel,
wie ich auch gerade sagte, einer magnetischen Anomalie zugrunde geht. Das heißt, davor ist eben ein entsprechender Sonnenfleck da als magnetische Anomalie und daraus ergeht dann irgendwann auch eine Sonnenexplosion. Das ist hier eben offensichtlich nicht der Fall, aber diese sogenannte Offensichtlichkeit ist eben doch, wenn man eine Hintersichtlichkeit nimmt, im doppelten Sinne des Wortes, doch wieder Sinn machen. Denn was sich vor der Sonne nicht zeigt, ist hinter der Sonne umso mehr vorhanden. Wir sehen es eben an diesen Ereignissen, dass wir eine extrem ausgeprägte Magnetosphäre haben, die uns seit 14 Tagen vorenthalten wird, ich fasse es nochmal zusammen, und wir erkennen es daran, dass wir Explosionen auf der Sonne finden, die normalerweise hätten nicht sein dürfen, weil wir vor der Sonne ja überhaupt nichts sehen an Sonnenaktivitäten und Sonnenflecken. Also eine Anomalie der besonderen Art, die ich nicht weiter kommentieren möchte. Fakt ist nur, dass es dort auch zu großen Irritationen in den Kreisen der Astrophysiker führt, die eben genau solche Phänomene ausdeuten. Ich hatte da ein Telefonat vor ein paar Tagen. Können das auch nicht richtig deuten oder wollen es nicht deuten oder wollen es mir gegenüber nicht deuten. Fakt ist, dass diese Daten im Moment uns allen nicht zugänglich sind. Na, heute gerade habe ich einen Artikel online gestellt, Was ist los mit der Sonne, glaube ich, war der Titel, auf ORF.at, wo also relativ lang, ich habe noch nicht ganz durchgelesen, aber nur so überflogen, da sprach man eben nur von der Vorderseite der Sonne, die also, wo sich halt relativ wenig Aktivität zeigt, wo natürlich auch Befürchtungen laut werden, dass eine kleine Eiszeit bevorstehen könnte oder so. Ja, man weiß einfach nicht, aber dass im auf der Rückseite der Sonne eine derart hohe Aktivität ist, das wird ja überhaupt kaum diskutiert. Was gibt es denn irgendeinen Ansatz? Wir haben bei Wer Schmetterlinge lachen hört, haben wir schon kurz das angesprochen, da war das noch brandneu, diese Information, ist dann, glaube ich, 2 Tage später in einem offiziellen Artikel bestätigt worden quasi, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Gibt es denn irgendeinen Ansatz der Erklärung, warum die Sonne jetzt quasi diese Aufteilung hat zwischen hoher Aktivität in der uns abgewandten Seite und niedriger Aktivität in der uns zugewandten Seite? Und gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass das vielleicht normal ist oder immer wieder vorkommt? Oder was weiß man über dieses Phänomen? Gehen wir mal rückwärts ran. Und zwar genau die letzte Frage, nochmal Revue passierend. Ich habe mir die letzten Jahre angesehen. Das heißt, die Hintersonnenseite und die Erdseitenaktivitäten und vergleiche sie auch mit den Aktivitäten, KP-Indexwerte, also hier, ich sag mal, den Reaktionen auf der Erde. Ich vergleiche sie auch mit den sichtbaren Sonnenflecken natürlich. Das ist, glaube ich, noch interessanter als Korrelat. Und erkenne, es ist im Grunde statistisch gesehen immer ausgeglichen war. Wenn Aktivitäten vor der Sonne waren, dann waren sie auch hinten. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Sonne ist ja nicht statisch. Es dreht sich, die Sonne dreht sich, wir drehen uns. Das ist eben so, dass sich eben dieses Drehen dann auch darstellen würde, wenn wir einen Fleck hier erkennen würden, würden wir ein paar Tage später natürlich auch hinten sehen müssen. So, das sind Dinge, die kann man auch beobachten. Das ist keine Theorie, das ist auch Fakt. Das ist in den letzten Jahren grundsätzlich passiert. Was jetzt aber passiert, ist eben so atypisch, dass wir hinter der Sonne etwas haben und sie dreht sich ja tatsächlich weiter. Müsste was hinten ist natürlich auch nach vorne rutschen. Tut's aber nicht. Das ist das nächste Phänomen. Das ist also eher richtig. Also durch die Rotation bewegen sich diese Sonnenflecken ja. Ja. Und das passiert auch nicht. Also ich meine, das passiert eben auch nicht. Und das Kuriosum ist, ich meine, ich hätte das wahrscheinlich gar nicht so groß beobachtet, weil ich bin ja als Biophysiker überhaupt nicht kompetent an der Stelle, sowas kommentieren zu können. Ich beobachte nur das Phänomen als solches und das kann jeder, der einfach normalen Hausverstand hat, erkennen, dass da irgendwas nicht stimmt. Zumal spätestens an der Stelle, wenn man das macht, was ich in diesem Falle mal gemacht habe, ich lade die Dinge automatisch ab. Das heißt, es machen bestimmte Maschinen, Programme von mir, die mir geschrieben hat, die über eine Flatleitung sozusagen komplett immer verbunden ist. Alles, was da gerade kommt, wird sofort gespeichert und wieder gespiegelt. Und dann schaue ich mir das am nächsten Tag teilweise mal komprimiert an, wenn ich dann die Zeit dazu habe. Aber in der Regel verfüge ich über ein sehr komplexes Datenarchiv dieser Aufnahmen. Hat in diesem Falle dazu geführt, dass ich mir eine spezielle Aufnahme besonders lange angesehen habe, eine Anomalie, eine extreme Sonnenaktivität hinter der Sonne sozusagen, magnetische Anomalie, die 2 Stunden später schon mal nicht mehr im Netz war. Und das Interessante ist, ausgetauscht wurde mit einer harmlos erscheinenden, normal erscheinenden Aufnahme mit dem gleichen Datum. Wenn ich das nicht beides zusammen abgespeichert hätte,
dann würde ich mir wahrscheinlich selber gar nicht glauben. Mir kommen diese Sachen bekannt vor, sowas ist in 96, 97 auch schon mal passiert mit einigen Anomalien, aber das waren eben LASCO 2 und 3 Aufnahmen. Hier haben wir ja Stereoaufnahmen, sozusagen die magnetosphärischen Aufnahmen. Aber auch hier scheint die NASA Spiele zu spielen, uns das vor uns zu enthalten, weil sie es wahrscheinlich selber gar nicht deuten kann. Das vermute ich jetzt. Fakt ist nur, dass ich belegen kann, und meine Kollegen, ich habe das hier natürlich vielen Leuten auch rübergeschickt, weil man mir sonst gar nicht glauben würde, die gucken sich es an und versuchen selber im Netz nochmal in Archiven nachzuschauen und sehen diese Aufnahme nur, die dann später reingestellt wurde. Die ursprüngliche, die 2 Stunden vorher drin war, mit dieser gigantischen Anomalie, möchte ich tatsächlich sagen, die war gar nicht drin. Noch nicht mal ausgewiesen als Artefakt oder Übersteuerung. Naja, Richard Hoagland hat ja auch regelmäßig Erfahrungen mit derartig Spielchen, die NASA treibt. Also kommt mir jetzt daher in einer gewissen Weise bekannt vor. Aber es ist schon seltsam, dass also wissenschaftliche Daten, die so da gesammelt werden über die Sonne, dann irgendwie manipuliert werden. Andererseits, wie du richtig sagst, du bist ein Biophysiker und du stellst ja einen ganz anderen Zusammenhang her, wie man in der Sendung Wer Schmetterlinge lachen hört, nachhören kann und sollte, falls man sie nicht schon kennt. Zusammenhänge, die natürlich weit über das hinausgehen, was man der Sonne sonst so zuschreibt. Das heißt, es wäre vielleicht schon denkbar, dass man nicht will, dass da zu viel Daten rausgeht, dass da vielleicht Panik entsteht oder wie auch immer. In deiner Arbeit ist eigentlich überhaupt keine Panik jetzt für mich zu finden, aber wie auch immer die Ratio ist, dass man diese Dinge halt nicht veröffentlicht. Gibt es eigentlich Interesse von offizieller Seite an deiner Arbeit? Ich meine, wenn ich mir das alles so anhöre und ein bisschen Revue passieren lasse, dann müsste es doch eigentlich auch, ja, die Politik interessieren, was du da tust? Ich meine, gibt es da irgendwelche Annäherungen, über die du sprechen kannst und willst? Oder? Da man mich, das ist natürlich eine sehr heikle Geschichte, jetzt gerade eben gestern zum Beispiel, und ich möchte da nicht zu ausführlich werden, drum gebeten hat, um höchste Diskretion. Aber ich kann nur so viel sagen, in der Tat ist es so, dass aus der Hochfinanz, aus der Industrie, Großindustrie, Vorstände, Vorstandsvorsitzende sogar von Firmen im höchsten Sinne daran interessiert sind, zu meinen Vorträgen kommen. In der Regel sitzen die Leute ja inkognito für mich da. Ich weiß ja nicht, wer da sich als Seminarteilnehmer anmeldet. Und wenn sie sich dann hinterher zu erkennen geben, sich sozusagen outen durch ihre Visitenkarte, die sie dann darbieten, und dann eben bitten um weitere persönliche Vier-Augen-Gespräche zum Beispiel, das ist dann doch interessant, das zu beobachten, dass zunehmend mehr eben doch Leute aus den Kreisen, wo ich es eigentlich gar nicht erwartet hätte, sich für das Thema nicht nur interessieren, sondern sich im höchsten Sinne betroffen fühlen. Wenn also Leute aus Hochfinanz etc. auf dich zukommen, kannst du da ungefähr beschreiben, was eigentlich jetzt von Interesse ist? Also es läuft folgendermaßen ab. Ich stelle die Veröffentlichung der Kollegen in einer PowerPoint-Präsentation dar, kommentiere sie nur, weil in einer Fachsprache das nicht jedermann zugänglich ist, sodass sich, wenn ich das dann tue, so 1,5 bis 2 Stunden, ein Gesamtbild ergibt, das jeder relativ klar interpretieren kann. Also ich bastel mir da nicht irgendetwas zurecht. Man weiß über die selektive Wahrnehmung. Man kann natürlich eine ganze Menge über einen Schnitt alleine machen. Und was der Cutter kann, da kann natürlich jemand, der eine PowerPoint-Präsentation darstellt, mindestens genauso gut. Also hier ist es bewusst darauf geachtet, sehr verantwortungsvoll, denke ich mal, einfach die Fakten so aneinander zu stellen, dass sie nicht zusammengestrickt sind entsprechend, oder zielentsprechend gestrickt sind, sondern einfach nur in einem gesamten Themenbereich gestellt werden. Was verändert sich gerade mit der Welt? Welche Einflussgrößen berühren uns in einem ganz bestimmten Sinne, also körperlich, direkt, gesundheitlich und indirekt über vielleicht größere Katastrophen, Klima und so weiter. Diese beiden Dinge stelle ich parallel zueinander, in den Grundlagenforschungsebenen angefangen, und dann führe ich sie bis zu den de facto Ergebnissen der Pressemitteilung über DPA Reuter und die Verlautbarung der NASA und so weiter. Das tue ich so. Und das ergibt ein gesamtes Bild. Das hört man sich dann an, recherchiert natürlich selber. Das ist in diesem Falle explizit bei den eben genannten Leute der sogenannten Hochfinanz.
Man bitte mir bitte das zu verzeihen, also keine glücklich gewählte Formulierung, Hochfinanz, aber lassen wir es mal so im Raum stehen, die natürlich ihre eigene Wahrnehmung haben und vor allem ihre eigene Perspektive, Informationen abzugreifen, die wir nicht abgreifen können. Die sehen einfach mal aus einer anderen Perspektive auch andere Dinge. Das, was dann hinterher in der Diskussion passiert, gleich unmittelbar nach so einer Darbietung meines Vortrages, ist eine Geschichte. Das sind dann mehr oder weniger Pauschalfragen, die mehr oder weniger sehr skeptischer Art sind, aber doch auf Angst mehr oder weniger auch basieren. Verstehe ich. Dann wird aber recherchiert. Das tut jeder der eben genannten, zumindest mit denen ich dann hinterher persönlichen Kontakt hatte. Sie machen sich ein eigenes Bild, recherchieren. Ist da was dran? Kann da überhaupt was dran sein? Oder ist das alles nur Schwachsinn? Und das Resultat erkenne ich dann daran, dass die Leute teilweise zu mir jetzt nach Griechenland gereist sind, um ein paar Tage mit mir zu sprechen. Das heißt nicht unbedingt, in diesem Falle kann ich sagen, dass es weniger darum ging, die Quellen zu überprüfen, ob dpa oder Reuter wirklich an dem Tag das in der Zeitschrift veröffentlicht hat. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das weniger der Fall war. Also wenn ich zum Beispiel die Studie der Federal Reserve Bank anbiete, nur so peripher auch nur, das ist noch nicht mal ein Highlight, sondern das ist nebenbei eins der vielen Ereignisse am Ende der Kausalitätskette sozusagen. Was passiert de facto auf der Welt gerade und wo sind die Korrelationen dazu oder Korrelationsdaten? Das ist ja natürlich eine wunderschöne Arbeit für Finanziers zum Beispiel, wenn sie sehen, dass die Fed selber da eine Studie in Auftrag gegeben hat, die auch als Arbeitspapier ausgewiesen hat und diese Auftragsarbeit in Oxford durchgeführt hat oder nach Oxford geführt hat und Oxford hat daraus eine Studie erstellt, die explizit ausweist, dass geomagnetische Anomalien tatsächlich zu oder ich sag mal den Börsenwert oder Markt beeinflussen. Warum das so ist, das wird da offen gelassen. Das sind ganz saubere Grafiken und saubere Ergebnisse, die dort ausgestellt werden. Wenn ich sie dann interpretiere, klingt dieses, was am Anfang sich so ein bisschen mystisch anmutet, wie kann das sein, dass die Sonne und vielleicht auch das Erdmagnetfeld damit rein zu Veränderungen der Börsenwerte führen? Im Grunde genommen relativ logisch, wenn wir dann wissen, da bin ich jetzt wieder als Biophysiker dran, der das erklären kann, wenn bestimmte geomagnetische oder ich sag mal magnetische Anomalien vorherrschen und auf unsere Neurochemie arbeitet oder einwirkt, dann gibt es ganz bestimmte Mechanismen, die eben auch zur Angst führen können. Weil alles, was für unseren Körper neu ist, unbekannt ist, reagieren wir erstmal mit Angst. Das heißt, wir können es am Blutbild sehen, an den Neurotransmittern, an den Morphin oder Endomorphin, können wir sehr gut erkennen, wie die Korrelationen sind zu bestimmten geomagnetischen Anomalien. Das ist ja mein Bereich. Und wenn ich erkenne, dass an den Tagen die Halluzinationsraten zum Beispiel entsprechend hoch sind und korrelieren, wo eben ganz bestimmte geomagnetische Anomalien vorherrschen, die von der Sonne induziert wurden, dann weiß ich ganz genau, wenn es schon Halluzinationen um mehrere hundert Prozent höher sind an den Tagen und natürlich auch die Einlieferungsquoten, der Selbsteinlieferungsquoten übrigens, das sind keine Fremdeinlieferungen, Leute werden da nicht in die Zwangsjacke geführt und abgehaftet sozusagen, sondern die gehen freiwillig rein, weil sie sagen, ich höre Stimmen im Kopf, ich bin nicht mehr normal, das ist ja interessant. Und wenn das um mehrere hundert Prozent höher ist an den speziellen Tagen, dann macht das Sinn und geht natürlich dann auch mit ein bei den Leuten, die eben nicht ganz so betroffen davon sind, vielleicht ein bisschen stabiler sind. Natürlich geht das mit ein in Kaufverhalten, gerade in so einem Bereich wie Börse und Warenhandel. Ja, hochinteressant finde ich, dass also die Fed tatsächlich selbst Studien gemacht hat, um die Korrelation zwischen Sonnenaktivität und Aktivität auf den Börsen herauszufinden. Das finde ich sehr spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass Versicherungen recht interessiert sind, weil du jetzt dieses sehr breiten Begriff Hochfinanz genannt hast. Wie bereiten sich diese Institutionen dann eigentlich darauf vor? Weißt du da oder kannst du da irgendwas drüber erzählen? In welcher Weise, wie verwenden die diese Informationen, die du und andere ForscherInnen lieferst? Hast du da irgendeine Idee oder weißt du das? Ich bin angehalten worden, darüber nicht zu reden. Ich bin auch noch nicht mal sicher, ob es das wirklich ist, was man davor hat. Wir haben einfach diskutiert, laut gedacht und das bitte ich auch zu respektieren, dass ich dieses Versprechen halten möchte. Ja, ist klar. Also ja. ich
Ich weiß es vor allen Dingen nicht weiter, ich kann das nicht für mich nicht darüber verbürgen oder dafür, ob das wirklich auch umgesetzt wird, was man da zumindest angedacht hat. Glaube ich noch nicht mal. Also deswegen lassen wir es lieber. Mhm. Aber ich denke, eine ganz andere Sache ist nochmal von höchster Bedeutung, eine Erkenntnis, die ebenfalls relativ frisch ist. Sie ist gerade mal vor Größenordnung 10 Tagen hier aus meinem, weiß ich nicht, an meiner Eingebung entsprungen. Ich bin nachts aufgewacht und dachte, mein Gott, ich fahre immer wieder es tauchen immer wieder Fragen auf, gerade auf Seminaren oder Vorträgen, die Leute sagen, okay, gut, wir wissen, du hast ein Patent, therapeutisch genutzt und das gibt es schon seit zig Jahren und wir wissen auch, wir haben recherchiert und das kann man sehr leicht tun, wenn man es nicht getan hat, dass es da eine ganze Menge erfolgreiche Patienten gibt, die behandelt wurden, die sagen, okay, da ist nicht einfach mal ein Heilungsprozess beschleunigt im Allgemeinen, sondern der Heilungsprozess ist beschleunigt, weil ich erkannt habe, warum ich krank geworden bin bei den dramatischen Krankheiten. Das hatten wir im ersten Interview. Was hier zum Tragen gekommen ist und immer noch zum Tragen kommt, diese Ergebnisse sind ja nicht alt, sie sind ja immer wieder aktuell und aktueller als jemals zuvor. Mehrere hundert von diesen Geräten stehen in Praxen und Kliniken, darf man nicht vergessen. Das heißt, ich rufe quasi alle 14 Tage, 3 Wochen diese Ergebnisse immer noch ab und kriege immer wieder neu das bestätigt, was ich da behauptet habe, dass diese bestimmten Felder sozusagen auf den psychischen Bereich einwirken, auf die Neuroendokrinologie sozusagen und bewusstseinsverändernde Prozesse führt, sodass der Patient in der Lage ist zu erkennen, warum er überhaupt krank geworden ist. So fantastisch sich das auch anhört, das Ergebnis ist einfach ganz eindeutig. Jetzt war natürlich immer wieder die Frage und auch die Schwachstelle in meiner Argumentation, wenn ich mich da aufgerufen fühle und ein Buch zu schreiben darüber und meinetwegen jetzt auch einen Film darüber zu drehen, wieso ein Biophysiker sowas überhaupt macht, warum macht das kein Astrophysiker? Relativ klar, dass man sagt, okay, jetzt hat er mit seinen Patenten da seine Erfahrung gesammelt, aber sind denn das überhaupt kompatible oder in Frage kommende Parameter, die jetzt aus dem Kosmos zum Beispiel darauf auf uns einwirken, die du da in deinen Patentgeräten eingesetzt hast? Ich denke, eine berechtigte Frage. Und was mir vor ein paar Tagen eben nachts hochgekommen ist, jetzt gehst du einfach mal ins Internet und recherchierst mal und schaust mal, ich wundere mich, warum ich das nicht eher gemacht habe, was aus dem Kosmos in diesem Frequenzbereich auf uns einwirkt. Was sozusagen der Hauptanspruch der erteilten Patente, es gibt da ja etliche von erteilte Patente von diesem Verfahren, was immer wieder eins gemeinsam hat, als Trägerfrequenz haben wir die 150 Megahertz. Das ist die Zellenfrequenz, ich sag mal die Zellen, wie wir ja heute auch wissen, die Resonanzfrequenz einer menschlichen DNA. Und die 150 Megahertz sind eben, wenn sie entsprechend moduliert werden mit der Schumann-Resonanzfrequenz, also 8 Hertz Amplituden moduliert, dann kommen wir tatsächlich zu den Ergebnissen, die ich angedeutet habe eben. Aber kommen diese, wirken diese Frequenzen auch auf uns ein außerhalb dieses Gerätes? Und jetzt diese Frage kann ich in jedem Fall bejahen. Ich habe also wirklich nachts gejubelt, als ich festgestellt habe, dass die NASA unter anderem, nicht nur die NASA, Messstationen aufgebaut hat, gar nicht mal so lange her übrigens, und misst eben auch nicht nur den Bereich, den wir im Allgemeinen so kennen, also den optischen und den rein ionisierenden zum Beispiel und Infrarotbereich, den guckt man sich genauer an, das kennen wir alles. Nein, um auf den Punkt zu kommen, tatsächlich werden auch die Radiowellen gemessen. Und um es wirklich abzuschließen, grün mit einem grünen Abschluss, 150 Megahertz, explizit die Therapiefrequenz, die tatsächlich auch die einzige ist, die diesen Effekt erzielt. Also 152 Megahertz macht das nicht, 147 auch nicht, jedenfalls nicht mehr genau. 150 Megahertz ist, ich wiederhole das nochmal, de facto die Resonanzfrequenz der menschlichen DNA. Und genau diese Frequenz sendet die Sonne aus. Mit unterschiedlicher Intensität. Wenn sie schwächelt, anders natürlich, als wenn sie extrem hoch ist, aktiv ist. Genau das wird gemessen. Zwischen 150 und 450 Megahertz ist das Messspektrum des elektromagnetischen Bereichs im Radiowellenbereich. Das wird mit größter Aufmerksamkeit beobachtet und gemessen. Kann man täglich genauso abrufen wie die anderen Daten auch. Also haben wir es hier in diesem Falle explizit vorliegen, auch nochmal gerade mal die letzte Schwachstelle, die ich so hatte, dann sagt, naja gut, mit deinen Therapiefrequenzen kennst du dich aus, da hast du meinetwegen 25 Jahre Erfahrung, davon gibt es ein paar hundert Geräte und ungefähr 6.000 bis 7.000 Patienten weltweit, die gibt es tatsächlich, das ist schon eine Hausnummer.
So, oder das ist schon eine Hausmarke, wie man es auch mal nennen mag. Das ist ein wunderbarer Bereich. Da bin ich wirklich stolz und glücklich drüber. Aber was hat das jetzt mit den Einflüssen aus dem Kosmos zu tun? Und das war die, wie gesagt, die Schwachstelle. Und das ist hier gefunden. Wenn wir hier von geomagnetischen Feldern sprechen, das ist ja wiederum der andere Bereich. Wenn das Erdmagnetfeld schwankt, da wissen wir ganz genau, dann haben wir zwar keine Kurzwelle dabei, also keine 150 Megahertz, dann geht es wiederum andere neurochemische Prozesse, die da angetriggert werden. Die ich natürlich auch kenne, aber darüber kein Patent verfüge. Ja, und ich meine, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sich diverseste Institutionen etc. nicht für deine und die Arbeit von vielen anderen Wissenschaftlern ja auch, die gemacht wird, interessieren. Denn es ist ja offensichtlich, dass da irgendeine Beeinflussung stattfindet und dass die offenbar im Moment gerade zunimmt. Also ich denke, dass da hinter den Kulissen doch einiges abgeht. Also was ich im Moment sehe, und das ist so tollkühn, dass ich kaum den Mut habe, das jetzt wirklich mal so auszusprechen. Ich tue es. Und ich habe es im Buch nicht getan, habe es auch im Film nicht getan und überlege, ob ich das überhaupt nochmal wiederholen werde. Lass das nochmal so auf mich einwirken. Aber es sieht im Moment so aus, unter allen Vorbehalten, dass wir tatsächlich im Moment aus dem Kosmos, wobei die Sonne da natürlich nicht die einzige ist, unsere Sonne, die 150 Megahertz aussendet, natürlich tun das die anderen Sonnen auch, nur mit einer anderen Intensität natürlich. Aber ich bringe es mal auf den Punkt, dass die Parameter oder die Einflussgrößen, die ich aus dem Patent sehr gut kenne, die Patienten sozusagen auf sich einwirken lassen, um geheilt zu werden, dass das die Einflüsse sind, die tatsächlich im Moment zunehmend auf uns einwirken. Was ja im Prinzip durchaus positive Sache ist, ne? Aber ja, was wenn man natürlich so potenziell als Patient jetzt mal psychisch auffällig sind wir, glaube ich, mehr oder weniger alle, einfach mal erkennen, was eigentlich wirklich abgeht, was wirklich passiert. Wir sind ja sozusagen in einem Zirkelus drin, wo wir gar nicht merken, dass wir eigentlich in Automatismen stecken, einfach nur reagieren auf Situationen und gar nicht dazu kommen, mal anzuhalten und zu sagen, wo stehe ich eigentlich wirklich? Was ist, wenn man mal leicht über den Tellerrand gucken möchte, wirklich drüber hinaus? Immer nur reaktiv zu arbeiten, unterwegs zu sein und wahrzunehmen, seine Welt so auszudeuten, ist eine Geschichte, die büßt jegliche Objektivität ein. Sofern man sie überhaupt erreichen kann, denke ich mal, ist ein Punkt der Ruhe, der inneren Gelassenheit natürlich geeignet. Nicht umsonst spricht man von Meditation. Und ein solcher meditativer Zustand wird sozusagen induziert durch ganz bestimmte Felder. Und diese bestimmten Felder erkenne ich wieder. Weil wir können es tatsächlich machen. Wir haben ja nicht nur mit Patienten gearbeitet. Wir haben lange Jahre mit klinisch unauffälligen Probanden gearbeitet, also mit Gesunden. So wie wir jetzt quasi letztlich. Aber auch bei Gesunden ist es so gewesen, dass sie in einen geistig entrückten Zustand versetzt wurden, wo sie zu geistigen Qualitäten fähig waren, die sie sonst eben nicht erreicht haben. Höhere Konzentrationsfähigkeit, mathematische Aufgaben wurden leichter gelöst, telepathische Phänomene sind abgesichert worden. Arbeiten, die heute übrigens gerade vor ein paar Wochen wieder veröffentlicht wurden von anderen Instituten, dass tatsächlich gerade unter dem Einfluss ganz bestimmter geomagnetischer Felder die Telepathiequalität erheblich beeinflusst wird. Das heißt also, dieser Schlüssel 150 Megahertz ist offenbar der Zugang zu Bereichen des Gehirns, die im Normalbewusstsein nicht zugänglich sind? So pauschal würde ich das nicht sagen. Also das biologische System, gerade wenn wir den Menschen so in toto nehmen, wie er so da ist, sich zu reduzieren nur auf eine Grundfrequenz, wäre sehr überhastet oder sehr übereilt geschlussfolgert. Ich kann sagen, 150 Megahertz macht das, was ich eben gesagt habe. Ist eine Möglichkeit, um jemanden in einen, ich sag mal, entrückten Zustand zu versetzen, der erkennen lässt, wo er gerade steht, der sonst nur möglich wäre, ist, wenn überhaupt geführt wird in der tiefen Meditation oder vielleicht sogar mit exogenen psychoaktiven Substanzen, wie das Professor Rick oder Dr. Rick Strassmann durchgeführt hat in seiner klinischen Studie. Also oder Stanislav Grof. Das ist eine Ebene. Aber eine andere Ebene ist, und das sind die Arbeiten, die NASA selbst unter der Leitung von Persinger durchgeführt hat. Professor Persinger als Neurologe hat ja in den 70er, 80er Jahren mit dem Persinger-Helm auf sich aufmerksam gemacht. Helm war im Grunde genommen deswegen, weil er einen Motorradhelm genommen
genommen hat, den einfach an verschiedenen Stellen angebohrt und dort magnetische Spulen appliziert oder postiert hat, die an bestimmten Regionen, wenn man das als Mensch aufgesetzt hat, an bestimmten Regionen ganz bestimmte oder Gehirnareale Magnetfelder ausgesendet haben. Und so konnte er feststellen, dass wenn bestimmte Feldstärken und Frequenzen erreicht wurden, an bestimmten Stellen des Kopfes tatsächlich gottesähnliche Erfahrungen gemacht wurden. Diese Erkenntnis ist legendär. Und der Persinger-Versuch oder Persinger-Helm konnte jeder im Internet mal kurz schauen. Bedauerlicherweise kostet das Fachbuch, was er damals 1978 veröffentlicht hat, dazu $270, glaube ich, immer noch. Das sind, glaube ich, noch 120 Seiten. Aber das muss man sich nicht antun, man kann sich das kaufen, aber im Internet steht genügend drüber drin. Und diese Versuche haben wir natürlich selber verifiziert. Wir haben in der klinisch-experimentellen Forschung mit diesen Frequenzen und Feldstärken gearbeitet. Das kommt wiederum, um das jetzt mal verständlich zu machen, diesen geomagnetischen Anomalien sehr nahe, den geomagnetischen Feldern, die eben mit 150 MHz erstmal nichts zu tun haben. Es gibt zwei Ansatzpunkte, sozusagen psychoaktive Wirkstoffe, endogene, also körpereigene, zu induzieren, hervorzurufen, die dann zu einer Bewusstseinserweiterung oder Veränderung führen kann. Lass uns vielleicht nochmal kurz Revue passieren. Also das eine, diese beiden Möglichkeiten. Also die klassischen wären im Grunde genommen, die klassischen Einflussgrößen oder Frequenzen, in diesem Falle wären 150 MHz einmal, um tatsächlich einen bewusstseinsverändernden Effekt zu induzieren, der natürlich voraussetzt, dass diese Frequenzen mit ganz bestimmten Spulen tatsächlich an dem Kopf auch appliziert werden. Dann sind es nichts, wenn man irgendeine körperliche Lokalität befeldet, zum Beispiel irgendwie eine Tumorgegend. Das führt zu überhaupt kein Ergebnis, da verändert sich am Tumor überhaupt nichts. Erfahrungsgemäß ist es so, dass immer der Kopf befeldet wird und wir dann auch erkennen können, wenn wir eine EEG-Untersuchung durchführen, dass hier erhebliche Theta- und Delta-Wellen sogar produziert werden im Gehirn, obwohl der Proband oder in diesem Fall ja der Patient eben nicht schläft, das ist wichtig dabei, also in einen wirklich entrückten Zustand gesetzt wird, um dann zu erkennen, und das tut er in diesem Falle, was eigentlich in seinem Leben so bisher falsch gelaufen ist. Ich mache das ein bisschen salopp jetzt. Um das rauszukriegen, haben wir ja fast 10 Jahre gebraucht. Es ist nur gewundert, dass die Patienten auf einmal geheilt wurden von einer Krankheit, die normalerweise nicht heilbar war. Also das gilt ja als wirklich außerordentlich besonders. Das ist unter härtesten Bedingungen ja attestiert worden. So, das ist der eine Bereich, dass das eben mit 150 MHz im Kopfbereich appliziert geschieht, wenn wir da natürlich entsprechende Modulationsfrequenzen draufsetzen. Das in diesem Falle war das die Schumann-Resonanzfrequenz. Nur 150 MHz alleine tut überhaupt nichts. Ja, jedenfalls nicht das, was wir wollten, nicht zu dem Effekt. Das nächste ist, der nächste Bereich, und der steht völlig eigenständig, sind die reinen Magnetfelder, die wir natürlich naturgemäß kennen hier auf der Erde, das Erdmagnetfeld, und wenn das eben schwankt, und das tut es ja, wenn die Sonne uns hier ein paar Mal anstößt, dann ist es eben diese Schwankung, die wir als KP-Index dann auch ausgewiesen bekommen, die Schwankung, darauf reagieren wir ja auch. Diese Schwankungen können auch tatsächlich zu Veränderungen der Neurochemie führen, das können sie nicht nur, das tun sie auch, wenn sie eine gewisse individuelle Schwelle erreicht haben an Intensität, Schwankungsgrad sozusagen, dann führt es auch zu Veränderungen der Neurochemie und Veränderungen der Wahrnehmungen. Ob diese nun auch gleichzeitig, diese Veränderung der Wahrnehmung dazu führen, und diesen Bewusstsein, den erhobenen Bewusstseinsstand zu erreichen, die wir erreicht haben oder erreichen, wenn wir 150 MHz moduliert ansetzen, vermag ich noch nicht einzuschätzen. Aber zu psychischen Anomalien reicht es allemal aus, um Menschen in einen entrückten Zustand zu versetzen. Da reichen die magnetischen, die erdmagnetischen Anomalien allemal aus. Das tut es und das beweist die NASA wunderbar mit ihren Studien von Professor Persinger aus den 70er Jahren. Ja, und jetzt, um nochmal die Brücke zu schlagen, also für alle, die jetzt vor allem die Folgesendung, unser Folgesinterview nicht kennen, und da eben jetzt quasi in der Natur diese Felder und diese Felder, also diese Schwingungsformen etc. und so weiter auftreten, fühltest du dich dann eben angesprochen, weil du einfach diese Dinge wiedererkannt hast aus deiner Arbeit?
ne? Wenn ich das jetzt verkürzt richtig. Im Grunde genommen habe ich mit 2012 überhaupt nichts am Hut. Das versucht man mir gerade unterzujubeln, stelle ich fest. Aha. Ich bin derjenige gewesen, der sich nur deswegen aufgerufen gefühlt hat, weil ich eben wusste, Freunde von mir oder ein guter Freund von mir lebt in Los Angeles und der ist Drehbuchautor und sagt, Dieter, ich weiß, was da gerade am Machen ist. Das ist vor anderthalb Jahren gewesen, fast, ja, um Größenordnung jedenfalls. Da ist jetzt eine riesige Aktion am Laufen, da werden Spielfilme gedreht, mehrere, 9 oder 10 Stück. Jetzt sind es wahrscheinlich noch viel mehr. Da werden Filme gedreht für die Kinos, die später natürlich auch als sogar Serien sollen kommen, über alles mit dem Thema 2012. Und in all diesen Themen oder in all diesen Filmen geht es eigentlich nur um eins. Jeder hat eine andere Variante, wie die Welt untergeht. Also das fand ich nun mal sehr einseitig, fand ich. Und ich weiß, wie leicht Menschen ohnehin in die Angst gehen, weil ohnehin das Thema 2012 relativ hochgekocht wurde, bereits vor 2, 3 Jahren ja schon. Also das war mir schon klar. Und in so einem Sinne war mir aber auch klar, wenn jetzt die NASA, und das hat sie ja schon vor 1,5 Jahren gemacht, darauf hingewiesen hat, dass wir 2012 ein Sonnenmaximum entgegensteuern, der erheblich höher ausfallen wird als die letzten. Man spricht von bis zu 50% mehr als beim letzten. Und der war schon extrem hoch. Wenn dann die entsprechende Polarität, die jetzt fällig wäre, ansteht, dann hätten wir ein Ereignis, wie wir das letzte Mal 1958 hatten, wo hier die ganzen Telegrafenleitungen dazu also ausgefallen sind, zerstört wurden. Wenn wir die Elektronik, wenn wir die Elektrik nehmen, so wie wir sie heute hier antreffen, würde das wirklich ein Super-Chaos machen. Darauf weist die NASA ja auch explizit hin. Das schreibt sie. Immer mehr, mit immer bedrohlicheren und immer klareren Formulierungen. Das war aber vor 1,5 Jahren schon zumindest angedeutet, dass ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann schaue ich mir das mal an, unabhängig jetzt mal davon, ob hier die Versorgungsnetze ausfallen oder auch nicht. Und die Folgeschäden daraus sind, die natürlich erheblich sind. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu deuten. Aber meine Aufgabe könnte sein, weil da finde ich mich natürlich wieder, wenn wir hier solche magnetischen Anomalien vorfinden, wie die NASA sie uns anbietet oder in Aussicht stellt, was machen denn diese Magnetfeldstärken? Wo finde ich sie wieder aus meinen Forschungen? Wo finde ich sie wieder vielleicht sogar in meinen eigenen patentgemäßen Erfindungen? Und das war in diesem Falle erstaunlich ähnlich, sodass ich sagte oder erkennen konnte, ich kann sehr viel von diesen Einflussgrößen von der Sonne induziert und nicht nur von der Sonne, Gamma Rays sind ja auch noch mit dabei, die natürlich ihr eigenes nochmal machen, aber das sind da wiederum ionisierende Strahlen. Mein Schwerpunkt ist natürlich hier jetzt in diesem Punkt die Schwachstelle zu finden, Interaktion Geist und Materie. Und das passiert ganz besonders durch 150 Megahertz, das weiß ich, und das passiert durch ganz bestimmte Magnetfelder, die als Wechselwirkung die wechselwirken mit der Endokrinologie oder mit der Neurochemie unserer Gehirne. Das war mein Bereich und da habe ich mich in dem Moment aufgerufen gefühlt, da was zu sagen. Zunächst mal im Freundeskreis dann war ich der Meinung, mich mit ein paar Freunden zusammenzutun und da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Keiner hatte die Courage, das zu tun. Und insofern habe ich dann irgendwann gesagt, gut, dann schreibe ich ein Buch oder einen Film darüber. Und den Rest kennt man wahrscheinlich, dass ich dann eben zur Radikalkur gegriffen habe und habe also meine Reserven angegriffen, meine Plantage in Griechenland beliehen, letztlich diesen Film zu finanzieren, dass ich auch nicht eine Minute bereut habe. Und darauf freue ich mich jetzt umso mehr, dass dieser Film wirklich auch so ein bisschen Herzblut von mir mit einbringt, was auch mit dazugehört. Also nicht nur einfach nur eine Meinung, die man vertritt, sondern da hängt schon ein bisschen Herzblut mit dabei. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie waren eigentlich die Reaktionen in Cannes auf den Film? Also auch da wieder atypisch. Im Nebenkino lief Emmerich mit seinem Film 2012, da geht ja bekanntlich die Welt sehr katastrophal unter. Ja, Emmerich. Ich nenne das Thema Kettensägenmassaker. Das ist ein geflügeltes Wort von mir, aber der Tenor aller Filme geht in diese Richtung. Also es war skurril geradezu. Im Nebenkino lief Emmerich mit seinem gleichen Thema sozusagen, da geht die Welt unter. Bei uns im Kino ging sie eben nicht unter. Das heißt, da wurde dokumentiert, da wurde diskutiert von Fachleuten, wie könnte das dann aussehen? Eine ganz andere Grundlage natürlich. Und was für einen Newcomer, das heißt,
die sind völlig unbekannt, natürlich speziell in Cannes gewesen für die Einkäufer, war doch so, dass hier auffällig viele Leute sich im Kino aufhielten bis zuletzt. Man muss nur wissen, Cannes ist im Grunde genommen nur eine Darbietung, eine Messe für Einkäufer, für Filmrechte, Fernsehrechte, DVD-Rechte. Das heißt, die gucken sich etwas an und entscheiden dann, kaufen wir das für unseren Sender oder für unseren Konzern und bringen es dann ins Fernsehen oder in die Kinos. Das ist Cannes sozusagen, unabhängig von dem, dass es dann noch Preise gibt davon. Daraus. Und diese Einkäufer können sich natürlich nicht, ich glaube, in 60 Kinosälen laufen zeitgleich Filme. Das geht zeitlich gar nicht sicher aus, dass sie sich alle angucken können in voller Länge. So ist das standardisiert, dass die in der Regel 5 Minuten drin sind, selektieren, sich auf dem Zettel vermerken, ist das ein Film, der interessant ist oder nicht, und sich dann entsprechend, wenn sie interessant ist, die DVD geben als Schnitt, so wie er da angeboten wird, und dann zu Hause in aller Ruhe das nochmal anschauen. So wird das gemacht. So wurde es gemacht und somit waren wir am Anfang verwundert, und da hat man uns allerdings vorgewarnt, wir sollten uns nicht wundern, dass in der Regel nach 5 Minuten die Leute aufstehen und wieder rausgehen. Das war in diesem Falle aber nicht der Fall. Auffällig viele Leute sind komplett sitzen geblieben. Und zwar statistisch gesehen mehr als üblich, kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, was man uns gesagt hat von der Messeleitung. Der Film ist noch 2-mal wiederholt worden, in 2, 3 darauffolgenden Tagen, und war von Tag zu Tag, von Mal zu Mal immer mehr besetzt und ist in der Tat nicht nur gut angekommen, indem diese Leute sitzen geblieben sind und immer mehr Zuschauer dort saßen, Einkäufer dort saßen, sondern dass auch die Verhandlungsbereitschaft sehr groß war. Und ich finde es sehr gut, dass die Einkäufer in der Regel erkannt haben, zwei, die vor allem die Weltrechte erwerben wollen, dass sie gesteigerten Wert darauf legen, dass der Film vor den Hollywood-Film kommt. Wie Emmerich jetzt. Okay, da kann man nur hoffen, oder zumindest zeitgleich, damit es da einen Gegenpol gibt. Ja. Ja, die Sonne, unser Bewusstsein etc. ist ja eigentlich also im Mainstream ein völlig neues Thema. Im Nicht-Mainstream, sage ich einmal, in den esoterischen Wissenschaften oder, wenn man so möchte, in okkulten Schriften, was auch immer, eigentlich schon sehr lange ein Thema. Also ich meine, es geht zurück bis Sumerer, Ägypter, die alle auch also die Sonne irgendwo im Zentrum ihrer Weltbilder gesehen haben etc. Und auch ich bin schon vor Jahren in diversesten Schriften auf die Bedeutung der Sonne gestoßen etc. und hat mich seither nicht mehr losgelassen, die Faszination. Du hast ja einmal auch vor langer Zeit ein Buch gelesen, Schlüssel des Enoch, glaube ich, heißt es. Ja. Von einem Professor Jim Hertag geschrieben, der, wie du mir gesagt hast, also ich kenne das Buch nicht, aber der, wie du mir gesagt hast, in den 70ern von Dingen gesprochen hat, die, selbst wenn sie 2002 heraus, also wenn dieses Buch 2002 erschienen wäre, wäre es eine Sensation gewesen. So ist es in den 70er Jahren erschienen und ist wahrscheinlich umso mehr eine Sensation. Kannst du da ein bisschen was darüber erzählen, über dieses Buch? Also dieses Buch Schlüssel von Enoch oder Schlüssel des Enochs hat mich insofern außerordentlich interessiert. Schon, ich glaube, ich habe es 73 gelesen, das erste Mal, als es rauskam. Es war einfach so fantastisch, dass mir eigentlich klar war, entweder es ist die größte Spinnerei, dann ist sie aber fantastisch im doppelten Sinne, oder eben es ist genial. Also Professor Jim Hertag behauptete, und allmählich glaube ich ihm das auch, dass ihm da jemand erschienen sei, dieser jemand war Enoch, der ihn die Weltlage, sozusagen die kosmische Seinslage erklärt hat, was mit der Menschheit so passieren wird. Also es klingt so fantastisch, zu dem Zeitpunkt gab es das Medium, die Vokabel Channeling für mich noch gar nicht. Also es gab die ganzen Klassiker nicht, wie Massiniak oder Ramta, wie auch immer, und ich weise das auch weit von mir, dass ich diese Leute jetzt hier mit ranziehe in meinen Zitatenbereich. Aber das hier war für mich so atypisch, weil sich Jim Hertag an der Fachsprache bedient hat, die ich zum Beispiel in der Bio
Biochemie wiedergefunden habe oder in der Biophysik wiedergefunden habe oder in der Quantenphysik. Also ich habe es den jeweiligen Fachbereichsvertretern auch zum Lesen gegeben, die entsprechenden Passagen gesagt. Verstehst du das? Das ist jetzt ein quantenphysikalisches Modell, das kann ich überhaupt nicht deuten. Und dann habe ich gesagt, das ist ja interessant, das ist ja sehr interessant. Und dann habe ich das einem Biochemieprofessor gegeben, wiederum vom anderen Part, der war genauso fasziniert und wiederum in zwei, drei anderen Fachbereichen genauso, was auch immer dort geschrieben stand, oder ich meine, man kann es immer noch nachlesen und kaufen, ging aber in eine eindeutige Richtung, nicht unter dem Motto, ich weiß hier sehr viel und mehr als ihr vielleicht, sondern es war ja ein Angebot eines Ereignisses und eine Vorbereitung vor allen Dingen, worauf hingewiesen wird, was mit der Menschheit passieren wird. Und da möchte ich auf eins vielleicht besonders hinweisen, was jetzt ist gerade wieder eingetreten ist, 2003 ist noch gar nicht so lange hin. Er schrieb im Vorwort explizit, Jim Hurtak schreibt, dass in 30 Jahren, also 2003, etwas passieren wird, dass vor der Sonne, und ich glaube, ich zitiere relativ original, vor der Sonne Objekte, er sprach in diesem Fall aber nicht von Objekten, die Rückkehr der weißen Taube, so nennt er das, zu erkennen sei. Und da gab es auch eine Zeichnung zu. Und diese weiße Taube, Rückkehr der Götter sozusagen, damit in Verbindung stehen und ganz bestimmte Dinge mit der Welt machen würden, mit uns machen würden, zu Bewusstseinsveränderung führen werden, auch zu Kataklysmen führen werden und so weiter. Also vor allen Dingen die Parameter, die er angegeben hat. Er hat also das Erste, was mich fasziniert hat, das Jahr angegeben. 2003 war de facto das Jahr, wo es diese zwei, drei sensationellen NASA, so hohe LASCO-Aufnahmen gegeben hat, die immer noch im Internet rumkursieren und wo oft behauptet wird, das seien Artefakte oder Pixelfeder oder Manipulation, sind das wahrhaftig nicht. Ich habe sie sogar in Russland wiedergefunden und dabei Fachkollegen, die mit Sicherheit nicht sich über Artefakte unterhalten haben. Diese Grafik, diese Aufnahme eines Objektes, was wirklich vogelähnlich daherkam, ähnlich wie so ein bisschen Rückkehr der Anunnakis quasi, wie heißt er nochmal? Ich ein bisschen durcheinander Sitchin, hier. Meinst du Sitchin, genau, ja. Saria Sitchin, glaube ich, genauso auch angeboten hat. Ich will das nicht in einen Topf schmeißen. Ich glaube auch, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Fakt ist nur, er hat das Jahr angeboten und er hat die Zeichnung angeboten, die Rückkehr der Taube und Phönix hat das dann später genannt. Es ist auf den ersten Einblick wirklich, assoziiert man damit wirklich eine Taube. Das ist interessant. Das stimmte also. Vor der Sonne stimmte auch. Dann gleichzeitig, dass die Sonne zu Anomalien auffährt, dass sie wesentlich energiereicher wird als jemals zuvor. Etwas, was ich bisher überhaupt völlig vernachlässigt habe in unseren Gesprächen, ist, dass hier berechnet wird, nur geht das eben nicht so über die NASA-Aufnahmen oder die NASA-Veröffentlichung ein. Doch es ist genauso gut abgesichert, das sind eben die japanischen Aufnahmen oder Ergebnisse und der russischen, dass das Infrarotspektrum, überhaupt das Leistungsspektrum der Sonne, um 230% der letzten Jahre zugenommen hat. Also nicht nur Aktivitäten gemessen in einem einzelnen Frequenzbereich, im sichtbaren Bereich, wie auch immer, sondern das gesamte Powerspektrum, die ganze gesamte Energie der Sonne hat sich um 220 oder 230% in den letzten 5 oder 6 Jahre das zugenommen. Kontinuierlich übrigens. Das sind alles Dinge, die der Hurtak geschrieben hat. Und er hat auch geschrieben, dass das Magnetfeld der Erde, das geomagnetische Feld, abnehmen muss. Und das fällt ja auch, das ist damals überhaupt nicht abzusehen gewesen, dass es seit der Zeit quasi exponentiell in den Keller fällt. Dass es seit 2000 abnimmt, das Magnetfeld, ist naturgemäß und normal. Aber es fällt im Moment außerordentlich schnell ab, seit ein paar Jahren. Das hat er ebenfalls beschrieben, dass das passieren muss, um, ich zitiere relativ original, es kann nur ein schwaches Magnetfeld, geomagnetisches Feld angeboten werden, um letztlich eine Bewusstseinstransformation zu erzielen im Kollektiven der Menschheit. Im Vorwort. Ja. Dann allein das im Vorwort. Also es sind Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, die haben mich natürlich sehr beeindruckt, zumal ich jetzt posthum das Buch mehrere Male nochmal gelesen habe, denn im Nachhinein kann man ja nur sagen, also ein Prophet ist immer nur dann für mich glaubwürdig, wenn das auch eingetreten ist, was er prophezeit hat. Und da ist er für mich glaubhaft an unzweideutigen Dingen. Beim Horoskop kann man viele Dinge irgendwie hineindeuten, da stimmt es immer.
Aber das hier sind so eindeutige Hinweise und Indizien, die also an jeden Kritiker, und ich habe es vielen Kritikern zu lesen gegeben, die mit der Grundeinstellung das ganze Thema zu falsifizieren reingegangen sind, also zu beweisen, dass das nur fehlerhaft sein kann, hinterher überzeugt wurden. Ja, ich hatte auch das Vergnügen, ein paar Auszüge zu lesen aus dem Buch im Rahmen von einem Artikel, den du da geschickt hast. Und in der Tat beschreibt er auch wirklich offenbar Superintelligenzen, so nenne ich das jetzt einmal, die offensichtlich die Sonne manipulieren oder vielleicht Sonnen manipulieren, um das Leben im Universum zu beeinflussen. Kann man das irgendwie so zusammenfassen? In der Tat, so weit geht er. Ich zeige da natürlich eine gewisse, ich glaube auch berechtigte Genanz, damit an die Öffentlichkeit zu treten. Ohnehin ist das fantastisch genug, was ich bisher schon gesagt habe. Ja. Wenn ich da nun weitergehe, vor allen Dingen geht das in den Bereich der nicht mehr Objektivierbarkeit. Also das ist einfach mal ein Bereich, da kann man nur noch demütig, ich werde da sehr demütig, muss ich sagen, beobachten und wahrnehmen und sagen, ja, da scheint wirklich etwas ganz fantastisch Großes zu passieren. Da spreche ich schon nicht mehr vom normalen, vom kosmischen Einflüssen, sondern von interkosmischen Einflüssen. So deute ich auch diese Anomalien als Summenergebnis. Wenn ich diese ganzen Anomalien der Sonne mal so jetzt auf den Tisch lege und zur Revue passieren lasse, was da gewesen ist, allein in den letzten 10 Jahren, gerade in den letzten Wochen wieder einige fantastische Aufnahmen auf LASCO 2.3, wenn man die einfach mal jemandem zeigt, der überhaupt nicht voreingenommen ist, einfach nur dieses Bild zu hinsehen, also was ist das? Um Gottes Willen, fast jeder wird sehr unruhig dabei. Also diese merkwürdigen Blasen, die auf einmal auf einer Aufnahme nur in einem Zeitfenster von 30 Minuten aufscheinen, dann sind die wieder weg. Das sind Sachen, da kann man nur natürlich mutmaßen, das kann nur eine Hyperraumphysik sein, denn Artefakte sind das nicht. Das ist geprüft worden. Das ist von Kollegen geprüft worden. Ich möchte sie gar nicht Kollegen nennen, da würden sie sich wahrscheinlich auch nicht so wohlfühlen bei. Aber Leute, die eben aus dem militärischen Bereich sind, die eben dazu beauftragt sind, Pixelfehlern von Nicht-Pixelfehlern zu unterscheiden, nur eben nicht über die Sonne. Also da sind mir Gutachten zugetragen worden und auch den Schlotterbecks übrigens vom Argo Verlag, dass das eben, es gab einige Pixelfehler tatsächlich und einige manipulierte Arbeiten, aber was trotzdem noch immer reinfällt in dieses Zufallsfenster, was die NASA ja trotzdem immer noch veröffentlicht, dann aber sehr schnell wieder rausnimmt übrigens, das sind Dinge, die sind eben nicht manipuliert. Die sind de facto 1:1, so wie sie sind. Nur was das wirklich ist, kann, glaube ich, kein Menschengehirn richtig deuten. Das Buch Transformation der Erde willst du jetzt auch neu herausbringen? Ich in persona sicherlich nicht. Also ich habe die Rechte ja ohnehin damals dem Argo Verlag abgetreten, bin der Autor gewesen, klar, und wer das Vorwort gelesen hat, weiß, dass es da auch diesen Überfall gegeben hat, der im eindeutigen Zusammenhang damit stand, das Buch nicht zu schreiben. Das ist klar, man hat also dieses Ausrauben im Wohnmobil mit Betäuben sogar meines Schäferhunds und meiner Frau. Da ging es nicht darum, meine Breitling wegzunehmen oder das Geld auf den Tisch in Wohnmobil, sondern man hat tatsächlich Laptop und Festplatte weggenommen, zeitgleich bei mir zu Hause die Festplatten genommen. Das ist ein Fakt gewesen, das dazu geführt hatte, zunächst mal gesagt, also das Buch kann ich gar nicht zu Ende schreiben, weil es ist nur ein Rohentwurf bei den Schlotterbecks eingegangen im Argo Verlag und wollte das ja auf dem Weg dorthin in Griechenland explizit dann fertig schreiben. Dazu kam ich ja nicht mehr. Es ist mir ja entwendet worden sozusagen. Und ich habe es dann den Schlotterbecks selber überlassen, ob sie es dann so unfertig trotzdem veröffentlichen, was sie getan haben. Was natürlich zur Folge hat, dass es sehr fehlerhaft ist. Keine Bildunterschriften oder die Bildunterschriften von ihnen selber gemacht wurden. Auch die Auswahl der Bilder. Ich hatte ihnen mehrere hundert Bilder damals hingestellt. Daraus haben sie willkürlich irgendwelche genommen. Natürlich sind da einige Pixel oder Falschbilder mit reingerutscht. Die hätte ich niemals selektiert. Das ist eben passiert aus diesem Umstand. Das weiß der Leser in der Regel nicht. Und jetzt ist es glücklicherweise so, dass ich das korrigieren kann. Mein jetziger Verleger vom Scorpio Verlag, der Herr Strasser, hat dafür gesorgt, dass die Rechte dem Argo Verlag abgekauft wurden, dass jetzt eine saubere Arbeit daraus entstehen kann. Das heißt, jetzt kommt das Buch zustande, was damals zustande kommen sollte. Und es wird vor allen Dingen auf den neuesten Stand gebracht und wird im Herbst völlig neu rauskommen.
Unglaublich. Und ich wusste ja überhaupt nicht, dass du da dermaßen das versucht wurde, dich daran zu hindern, dieses Buch rauszubringen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Also, oh ja, also sehr drastische Mittel. Das Vorwort ist nicht von mir geschrieben, sondern es ist von einem Augenzeugen geschrieben worden. Roland Reber ist internationaler Filmproduzent und Regisseur. Der hat dieses Vorwort geschrieben in einem Zeitfenster, wo es eben im Größenordnungsbereich von einer Woche auch gerade mit mir geschehen ist, ja, und noch gar nicht wusste, dass zeitgleich bei mir zu Hause auch eingebrochen wurde und die Festplatten nur auch noch geholt wurde. Das wusste er noch gar nicht. Also das ist in der Tat so passiert und möchte das auch nicht so sehr nach außen tragen. Ich hätte das Vorwort so gar nicht geschrieben. Er hat das getan. Ich war ja völlig außerstande, überhaupt was zu schreiben, sagte ich ja gerade. Er hat sich mit den Schlotterbecks in Verbindung gesetzt, die haben um ein Vorwort gebeten und da er mein guter Freund ist, hat er das auch getan und hat gesagt, okay, ich bin Freund und Zeuge, ich kenne auch den Polizeibericht und weiß jetzt von diesem Ding noch, ich kann das alles in Andeutung, mehr möchte ich auch nicht drüber reden, dass das schon kein Spaß ist, was da passiert ist. Ja. Eine sehr ernstzunehmende Sache, was mir natürlich auf der anderen Seite auch zeigt, dass ich da irgendwo in ein Bienennest gestochen bin. Ja, kurz zum Inhalt. Also, was steht denn in diesem Buch, dass es so gefürchtet wird? Wenn ich wüsste, was es explizit wäre, würde ich es im neuen Buch nicht reinsetzen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich bin niemals kontaktiert worden. Es gab niemals Begegnungen oder Drohungen oder überhaupt Hinweise unter dem Motto, das würde ich auf keinen Fall tun. Indirekt sind sehr unangenehme Sachen passiert. Darauf möchte ich, wie gesagt, nicht eingehen. Das ist mit den Schlotterbecks auch geschehen, sodass das zu keiner zweiten Auflage kommen sollte. Also sehr, sehr interessante Sachen, umso spannender, aber ich bin da Betroffener, ja, und möchte mich da auch wirklich ein bisschen schützen. Um die Frage zu beantworten, wenn ich genau wüsste, was da so gefährlich wäre, überhaupt Grund dafür gäbe, warum man das diesen Aufwand betreibt. Also es hätte ja auch theoretisch eine Patentgeschichte sein können. Wenn man ein bisschen recherchiert, wird rauskriegen, dass ich da so ein paar interessante Patente auch noch habe. Die könnte man natürlich ja auch irgendwo vermuten. Aber wenn ein Patent schon mal erteilt ist, dann nützt es nicht, wenn man ein Patent klaut. Also Gründe hätte ich aber trotzdem noch andere gehabt, um zu sagen, also der Einbruch zum Beispiel oder Überfall wäre durch was anderes zustande gekommen. Aber das ist unzweideutig oder unstrittig, dass der Kontext in Form des Buches stand, ist klar. Also es ging, weil ich da noch einen zweiten Ballon rausgeschossen habe und da wusste ich es, es ging um einige Bilder, die dort reingerutscht sind, NASA-Bilder, die eben da nicht hingehören, die NASA ja später auch sofort aus dem Netz genommen hat. Und das waren Aufnahmen der Sonne? Ja. Ja, erstaunlich. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt vor allem unmittelbar, also es werden jetzt am 19. September wird also zeitgleich Buch und Film erscheinen. Was sind jetzt so deine Pläne für die nähere Zukunft? Ich bin so ausgebrannt. Ich werde erstmal eine Auszeit nehmen müssen. Ich bin weit, weit über meine Grenzen gegangen. Wenn ich das alles gewusst hätte, hätte ich das niemals angefasst. Das Thema. Also was ich hier an Schelte bekomme, an Stress, teilweise Nachbarn, die mich schräg angucken, weil natürlich auch eine Menge Schwachsinn geschrieben wird und gemutmaßt wird. Also das hat Spuren hinterlassen, das muss ich sagen. Und allein der Arbeitsaufwand, zeitlich unabhängig von diesen Stressoren, die nochmal induziert werden, das muss ich schon sagen. Ich denke, dass da wirklich eine gezielte Sache auch läuft. Wenn ich diese Ego-Watch-Geschichte ansehe, dann wird mir ganz schlecht, muss ich sagen. Denn jedes Mal dann, wenn ich versucht habe, die Originalurkunden zur Verfügung zu stellen, hinzuschicken, dann sind die entweder nicht angekommen oder verschwunden oder werden sogar bei uns aus dem eigenen Netz genommen. Also geht es gar nicht darum, mich zu rechtfertigen und Beweise zu bringen, dass ich das bin, was ich da behaupte. Das bezweifelt man nämlich. Sondern es geht darum, mich einfach irgendwie kaputt zu machen. Und das, wie gesagt, hat Spuren hinterlassen und das möchte ich ein bisschen ausheilen. Ja, das kann ich gut verstehen. Das heißt, jetzt steht vor allem einmal Urlaub an und Entspannung. Genau. Ja. Was glaubst du, ist jetzt so der Ausblick für, also was wird die Sonne weiter tun? Also die Sonne wird das fortsetzen, was sie jetzt ohnehin schon tut. Wenn wir einfach nur sehr schnell voreilig schlussfolgern und sagen, die Sonne ist jetzt inaktiver als erwartet, dann ist das für mich fast grob fahrlässig.
Aber das wird ja für mich irgendwie auch lanciert. Also ich habe das Gefühl, dass diese Information gar nicht richtig aufbereitet wird, wie sie eigentlich aufbereitet werden sollte. Wenn die NASA schon so bereit ist, und nehmen wir sie mal explizit, weil sie stellt ja die meisten Daten der Öffentlichkeit zur Verfügung, dann sollte man die auch besser kommentieren. Was bedeutet denn das, was da angeboten wird? Also vor allen Dingen muss man auf den allgemein zugänglichen Seiten, da kann man also macht man sich ein Bild raus, und das grassiert eigentlich zu 90% bis 100% fast hier in der Öffentlichkeit. Das heißt, die Sonne ist jetzt inaktiver und müsste eigentlich aktiver sein. Da scheint ein Widerspruch zu bestehen zwischen der Meinung der NASA-Leute, Fachleute von ein paar Jahren, noch vor einem Jahr, wir kriegen hier 2012 50-prozentige Aktivitätensteigerung gegenüber dem letzten Zyklus. Das scheint zu widersprechen. Wenn wir aber uns das gesamte Bild angucken, aller Messdaten und auch nicht nur der NASA, da gibt es natürlich die russischen genauso, da gibt es die japanischen und jetzt auch die indischen und chinesischen, auch da muss man nur eben einfach wissen und ein bisschen länger gucken, dann findet man die und sich dann erst ein Bild machen und nicht nur einseitig dargestelltes Bild, dann wird man feststellen, die Sonnenaktivität nimmt ganz erheblich zu. Und zwar das seit ein paar Jahren. Und warum sollte das abfallen? Und diese Zunahme an Aktivität, Gesamtsummenergebnis, führt natürlich dazu, dass wir hier ein ganz anderes Klima bekommen. Das ist aber, wie gesagt, ein Bereich, den ich völlig auslasse. Ich sage dazu, und das kann ich wiederum deuten, dass das zu Veränderungen unserer psychischen Lage oder Bewusstseinslage führen wird. Das ist eine Sache, davon gehe ich aus. Das passiert jetzt schon. Immer wieder auch Korrelationsdaten wie endokrinische Studien oder endokrinische Datenbankarchive. Das von der Formulierung, aber sagen wir mal so, ich sehe 48 Stunden später, wie zum Beispiel, das wirklich nur als ein Beispiel, sich der DHEA-Wert innerhalb von einer Woche verändert hat, aus einem Datenarchiv von meinetwegen ganz Südbayern oder ganz Bayern. Und wenn ich diese Daten einfach leidenschaftslos angucke, und sie vergleiche mit ganz bestimmten geomagnetischen Anomalien, dann kann ich da natürlich zu Ergebnissen kommen. Und wenn ich jetzt eben DHEA genannt habe, das ist ein Marker sozusagen, ein Merkmal, um einen Immunstatus einzustufen, dann ist das schon mal auch nicht unwichtig, was unser Immunsystem gerade macht. Aber die ganzen psychoaktiven Wirkstoffe, das ist ja für mich der interessantere Bereich. Das sind Arbeiten, wenn ich mir diese Studien auch noch angucke und die Daten aneinander lege, komme ich nach wie vor zu dem Entschluss, noch mehr noch als vor einem halben Jahr, dass da genau das passiert, was ich behaupte, dass die Menschheit sich gerade dahingehend verändern, dass wir eine Bewusstseinsveränderung induziert sozusagen erfahren, dass wir mitten in diesem Prozess drin sind. Für mich ist 2012 jetzt schon. Ja, ich glaube auch, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist. Ja. Letzte Frage, ein bisschen off-topic, aber irgendwie drängt sich's auf. Du bist ja auch irgendwie persönlich betroffen. Griechenland möchte ja Zwangsimpfung für die Vogelgrippe einführen. Du hast jetzt gerade den Immunstatus angesprochen. Korreliert es irgendwie? Diese Vogelgrippe-Pandemie, also Vogelgrippe, war es ja vor 5 Jahren. Jetzt ist es die Schweinegrippe. Vorher war es, was war das vorher? Ist ja egal. Es gibt also alle paar Jahre jetzt eine neue Grippe. Gibt es da irgendeine Korrelation? Ganz genau. Also ich denke, da sollte jeder mal ganz kurz im Internet reinschauen. Ich denke, auch wenn man die Suchbegriffe sogar bei Google eingibt und einfach eingibt, Pandemien, Epidemien und Geomagnetics eingibt dazu oder Geomagnetic Fields oder sowas in der Art, das reicht eigentlich schon, dann kommt man zur Arbeit, zu Ergebnissen, Studien, sogar aus den 1920er Jahren schon angefangen. Die Pioniere der Heliobiologie, sowjetische Forscher aus dem Pavlov-Institut zum Beispiel, wunderbare Arbeiten, einfach nur schön beobachtet und in Korrelation Zusammenhang gestellt, dass die Pandemien und Epidemien tatsächlich bisher immer im Kontext standen mit ganz bestimmten erdmagnetischen Anomalien, die natürlich immer auch mit Sonnenanomalien zusammenhängen, die packe ich zusammen in einen Topf. Das würde heißen, wenn man das einfach extrapoliert, die Erfahrungswerte der letzten Jahrhunderte sogar, das konnte man auch rückwirkend beobachten, dass selbst die großen, die Pocken, die Cholera, die Hongkong-Grippe, was auch immer da auch 20 Millionen zu Toten geführt hat, immer genau diese Ereignisse waren, wo die Sonne sozusagen eine bestimmte Aktivitätsart gezeigt hat, die dazu geführt hat, dass hier auf der Erde ganz bestimmte geomagnetische Anomalien aufherrschend waren und dann eben zu diesem Ergebnis geführt haben. Das ist auffällig. Das ist, wenn man das jetzt so betrachtet, könnte man tatsächlich sagen, das ist naturgemäß auch zu erwarten, dass es da, wenn diese jetzt ist, sicherlich noch eine andere geben könnte oder wird.
Das ist sehr wahrscheinlich. Was ich aber viel bemerkenswerter finde, ist, dass unser Immunsystem sich gerade anders aufstellt. Auffällig ist ja, dass völlig atypisch gegenüber den normalen Grippen, die ja als Hausgrippe sozusagen ja ohnehin schon so einen Stellenwert haben, wo sie sagen, eine Grippe will keiner haben. Aber diese besonders schwierige oder komplizierte oder gefährliche Grippe, die ja nur deswegen Pandemie heißt, weil sie über eine Epidemie heraus eben interkontinental abgreift oder eingreift und einwirkt, deswegen Pandemie, aber eine größere und komplexere Art der Grippe, über die Quantität nur. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, die Patienten, die davon Betroffenen sind, beklagen sich über Symptome, die sind so schwach, wie man sie noch nicht mal bei einer normalen Hausgrippe erfährt. Und wenn ich das jetzt nur nehme und mit den Korrelationsdaten von DHEA, was ich eben gerade angeführt habe, sehe, dann muss ich erkennen, interessant, das sollte ich auch mal mit ein paar Medizinern nochmal diskutieren, das wäre ein interessantes Modell, dass ganz offensichtlich, und das bitte aber noch unter Vorbehalt, das ist eine nicht gesicherte Erkenntnis gerade, die ich hier bekomme, dass sozusagen unser Immunsystem erheblich gesteigert ist gegenüber normal durch zum Beispiel bestimmte geomagnetische Anomalien, die dazu führen, dass unser Immunstatus auf jeden Fall wesentlich stabiler ist als noch vor einer gewissen anderen Zeit davor, vor Größenordnung 2-3 Jahren zum Beispiel, hat sich erheblich verbessert. Dadurch sind wir durch ein besseres Immunsystem natürlich auch selber in der Lage, mit allen möglichen Krankheiten eben auch einer Grippe selber fertig zu werden. Das heißt, es würde ja nicht unbedingt die Notwendigkeit bestehen, jetzt zu impfen. Glaubst du, hilft die Impfung dann? Wenn das so stimmen sollte, es wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein, aber ich will da mal dran glauben, aber das natürlich ernsthaft auch hinterfragen, ich werde der Sache nachgehen, dann wäre das fantastisch. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, das, was ohnehin in uns angelegt ist, so sowohl von der Genetik her, von den Ressourcen DNA, immerhin sind ja nur 2-3% aktiv unserer DNA, da muss sich ja gar nichts verändern und morphologisch irgendwie verändern, wenn ein neuer Mensch da in Erscheinung treten soll, den ich ja meine, dass der bevorsteht. Oder auch die Aktivitäten sozusagen unseres neuronalen Denkapparates. Da sind nicht 90% inaktiv, dass wir nur angeblich 10% nutzen. Ich sagte ja bereits, Bergson-Filter, nach ihm benannt, legt eindeutig aus, dass wir Größenordnung 40 Milliarden Bits pro Sekunde angeboten bekommen, also unsere Sinne nehmen die an und in unser Bewusstsein tauchen maximal 15 bis 30, vielleicht 40 und nicht Millionen oder Milliarden, sondern 15 bis 30 oder 40 Bits pro Sekunde kommen da an. Das ist das, was wir als unsere Welt ausdeuten. Das ist unsere Realität. Und wenn da an diesem Filter, an dieser Filtereinheit etwas gearbeitet wird, verändert wird, und das scheint tatsächlich eine Geschichte zu sein, die über die Neuroendokrinologie erschließt, die nun wiederum über geomagnetische Felder angetriggert werden, dann wäre das eine Geschichte, da braucht man im Grunde genommen gar nicht viel zu machen. Der Mensch ist völlig vorbereitet, angelegt, um in einen völlig anderen Modus umzuschalten, um als so quasi mal Hypermensch aufzuscheinen. Und das war ganz großartig, denn viele glauben ja, dass also diese Impfungen weit weniger wirksam sind oder gar nicht wirksam sind oder vielleicht sogar das Gegenteil bewirken. Und wenn es da vielleicht die Sonne unter die Arme greifen könnte, wäre das ja ideal. Das wäre es in der Tat. Also das wäre ich zu schön, um wahr zu sein. Zu schön, um wahr zu sein, ja. Es ist in der Tat so. Und vieles spricht dafür, dass es so ist. Und denn alleine auch schon der Einfluss der Gammastrahlen, der Gamma-Ray Bursts, auf einen sehr schwachen geomagnetischen Feld, unser Erdmagnetfeld, bietet überhaupt keinen Schutz mehr, so wie es bisher ja ein bisschen Schutz immer gegeben hat, durch unser Erdmagnetfeld vor den kosmischen Strahlen. Dazu noch ist, dass die Ionosphäre wie von Zauberhand aufgebrochen wurde oder ist, was Anfang des Jahres veröffentlicht wurde von der NASA auch wieder als Sensation. Wie kann das sein, dass ein Drittel bis zwei Drittel der Erdatmosphäre, der Ionosphäre aufgebrochen ist, ja, und wir sozusagen schutzlos den kosmischen Strahlen ausgeliefert sind. Dazu die Sonne noch so inaktiv, wie sie ja im Moment zumindest von den koronalen Massenauswürfen es scheint, uns überhaupt keine Ladungsträger anbietet, um dann überhaupt noch einen eigenen Schutzschild wieder an die Ionosphäre aufzubauen. Also alles
negative, drei, eigentlich vier negative Aspekte. Wenn wir nur einen davon vernachlässigen würden, wäre es ohnehin schon problematisch genug. Wenn dann eben, was ja passiert, die Gammastrahlen hier auf der Erde uns eintreffen, dann sind das Strahlen, die kann man sich wahrscheinlich gleich vorstellen, um etliche Potenzen noch energiereicher sind als die Röntgenstrahlen, die wir kennen, von denen man weiß, dass man sich davor schützen muss. Also eigentlich hätte schon etwas ganz anderes mit uns passieren müssen, wenn man so rechnet, tut es aber nicht. Denn Erscheinungsmerkmale, die bei ionisierenden Strahlen dieser Qualität und dieser Quantität zu erkennen sind, müssten eigentlich zu Symptomen führen, wie wir sie sonst kennen bei Tschernobyl-Opfern und so weiter. Also Leukämie-ähnlichen oder de facto Leukämie. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen bis eigentlich vielleicht nur Stunden müssten wir darauf reagieren, bis zum Tod natürlich. Das ist alles nicht der Fall. Es sterben nicht mehr Leute an Leukämie als vorher. Und es könnte durchaus sein, um dem noch eins draufzusetzen, dass in der Tat unser Immunsystem wesentlich besser aufgestellt wird oder jetzt schon aufgestellt ist und sich wahrscheinlich noch weiter optimieren wird gegenüber dem, was noch vor ein paar Jahren war. Richtig, also gut, dass du das noch ansprichst am Ende. Das finde ich ja äußerst faszinierend. Also und diese Werte wurden gemessen, ich nehme an, da hast du auch die entsprechenden Referenzen, und die Wirkung blieb aus. Ist ja völlig verblüffend. Was auch interessant ist, bemerkenswert, es wurde angezweifelt, ich habe da nochmal nachgeschaut und wahrscheinlich auch zu Recht, wie will man die Quelle entdecken? Woraus geht hervor, bitteschön, dass die Menge der Gamma Rays zugenommen hat in den letzten Jahren und die Intensität zum Beispiel. Also die eigentliche Messstation oder Satellit Batze ist ja nur ein Lieferant dieser Daten. Die gesamten Ergebnisse, wenn ich mir alle Satelliten angucke, auch nicht nur die der USA angucke, und das tue ich natürlich, da habe ich Leute, die das für mich machen, dafür habe ich ja mein Institut in Griechenland, unter anderem natürlich, aber das ist schon ein wirklich Schwerpunktbereich, gerade die Gamma Rays genau auszuzählen. Diese Daten haben wir natürlich. Sie nehmen de facto gerade in den letzten drei Jahren um mehrere hundert Prozent zu. Allein in diesem Jahr haben wir schon wieder einen neuen Rekord eingestellt. An Intensität und vor allen Dingen an Menge. Und wir reagieren völlig anders auf sie, als wir... Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ich nehme an, natürlich auch unerklärlich. Nun sind das natürlich, so könnte man wieder, wenn man... oberflächlich beurteilt, sagen, na gut, das sind ja nur kurze Bursts, die sind ja nur ein paar Sekunden lang. Einige sind übrigens bis zu einer Minute lang, also so wenig ist es nicht. Aber das ist, wenn man sich das radiologisch ein bisschen genauer anguckt, ich habe das mit Kollegen aus der Radiologie natürlich auch diskutiert, mit diesen Frequenzen kennt man sich eigentlich gar nicht richtig aus, da kann man nur rechnen. Was ist da die Resonanzfrequenz? Das ist die Resonanzfrequenz von unseren Protonen geradezu. Also das ist schon eine Geschichte, die ist schon sehr, sehr spektakulär und interessant natürlich umso mehr auch. Aber was da passiert, ist eigentlich nicht das, was passieren sollte, wenn man diese Messdaten, einfach nur die Qualitäten und Quantitäten an Radiologen gibt und sagt, schau mal, was bedeutet das für einen Menschen, wenn diesen Strahlen ausgesetzt ist, dann sagt er, um Gottes Willen, lebt er noch. Ja, unglaublich. Ja, Dieter, ich wünsche dir alles Gute für den 19. September, wenn also das Buch und der Film präsentiert wird, und ich hoffe, das Ganze hat den Erfolg, den es meiner Meinung nach verdient. Bedanke mich ganz herzlich, dass du dir heute, wie gesagt, zwischen zwei Terminen irgendwo das noch eingeschoben hast, dass wir da kurz ein Update machen. Wünsche dir gute Erholung nach dem ganzen Stress hier, dem der vielleicht noch kommt, und ich hoffe, dass wir dann vielleicht nächstes Jahr wieder mal ein Update machen können, wenn sich die Wogen vielleicht schon ein bisschen geglättet haben oder erst so richtig aufkochen, wer weiß. Ja, ich möchte wieder ein ganz kurzes Schlussplädoyer abgeben, wenn ich darf. Bitte. Und ich danke dir natürlich dafür. Und zwar, ich kenne selber und ertappe mich selber dabei, und in meinem privaten Umkreis ist es da nicht anders, dass diese Themen, wenn man sich damit auseinandersetzt, natürlich in die Angst führen. Und ich denke, und da sage ich niemandem was Neues, dass die Angst ein durchaus undenkbarer oder ungeeigneter Partner ist, um mit so einer Situation umzugehen. Wir ändern, indem wir in Angst sind, überhaupt nichts an der Situation. Im Gegenteil, wir schalten unseren Verstand im Grunde genommen fast kurz. Gerade in diesem Fall halte ich es für besonders wichtig zu durchschauen, dass was auch immer da passiert, eigentlich gar nicht gruselig ist.
Es ist so, deswegen habe ich es auch gerade nochmal angedeutet, wir könnten genügend Aspekte heranführen, die uns wirklich zum Fürchten bringen könnten. Auf der anderen Seite ist es aber mindestens genauso viel, wenn nicht meines Erachtens noch wesentlich mehr an Aspekten da, die gerade da auf uns einwirken und die als Fakt daherscheinen, dass wir sozusagen in eine Phase eintreten, die überhaupt nicht zu fürchten ist. Wir sind wesentlich resistenter gegenüber bestimmten Krankheiten. Wir sind schon in einen bewusstseinsverändernden Status eingetaucht, der zwar als Übergang erstmal als konfus eingeschätzt wird. Wir sind durcheinander ein bisschen irritiert, sinnesüberreizt könnte man auch sagen. Aber alles das sind Indikatoren für ein Ereignis, was es eigentlich zu feiern lohnt. Also eher ein freudiger Anlass ist und eben nicht anders zur Angst ist. Und darauf möchte ich nochmal hinweisen, was auch da die nächsten Monate noch auf uns kommen, einwirken wird. Gründe wird es immer geben und sie werden wahrscheinlich immer lauter werden, in die Angst zu gehen. Aber bitte das so schnell wie möglich auflösen. Die Angst ist kein geeigneter Partner dafür. Und ich sehe, und dazu stehe ich, das als ein kosmisches Ereignis, was uns letztlich hilft, aus unserem eigenen Schlamassel herauszukommen. Danke dir für dieses Gespräch und für die Arbeit, die du machst. Danke, Tarek. Einen Download dieser und vieler weiterer Sendungen sowie Hintergrundinformationen zu den behandelten Themen finden Sie wie immer unter cropfm.at. Ich danke fürs Zuhören, macht es gut. That's love.